Hallo und herzlich willkommen zu My Hands, deinem ganzheitlichen Gesundheitspodcast mit Bettina Roschewitz. Sie begleitet seit über 30 Jahren Menschen mit körperlichen Erkrankungen und in persönlichen Krisen mit der japanischen Selbstheilmethode Yin-Chin-Jutsu und unterstützt sie auf ihrem Weg zurück zu Kraft und Gesundheit. Hör direkt rein in diese Folge und entdecke das Wunderwerk deiner Hände. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge My Hands, dem Yin-Chin-Jutsu-Podcast. Heute teile ich mit euch wieder eine Mutmachgeschichte. Und diesmal ist es eine wirkliche Mutmachgeschichte, weil in dem Interview mit Annette hört ihr, dass sie alle Menschen dazu auffordert, geradezu mutig ihre Schritte zu gehen. Und wenn, wie bei ihr, das Yin-Chin Jutsu richtig doll anklopft, wirklich für sich zu gehen, mutig zu sein, seinen Weg Schritt für Schritt zu beschreiten. Und ich lade dich ein in dieses wunderschöne Interview mit ihr. Hallo ihr Lieben, wie schon angekündigt, habe ich heute wieder eine tolle Gästin hier in dem Yin-Chin Jutsu Podcast, nämlich die Annette. Und es geht ja unter der Rubrik Mutmachgeschichten darum, dass ihr Frauen kennenlernt, Männer kennenlernt, mehr Frauen als Männer, die ihren ganz individuellen Weg zum Yin-Chin Jutsu gefunden haben. Und deswegen erstmal herzlich willkommen, liebe Annette. Danke, dass du dir Zeit nimmst für dieses Gespräch. Darauf freue ich mich sehr. Ja, hallo Bettina, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. Und das ja, ist mir wirklich eine Ehre. Ja, klasse. Und es gibt ja viele, die uns schon länger folgen, dem Yin-Chin Jutsu Podcast. Und ich weiß, dass diese Mutmachgeschichten immer so, wie habe ich sie irgendwann mal genannt, weil ich finde, alle Menschen, die sich auf den Weg zu sich selbst machen, sind einfach mutig. Und welchen Mut sie genau gebraucht haben oder was für eine Diagnose oder was für eine Sehnsucht, das ist eben sehr unterschiedlich. Und dafür möchte ich die Zeit nutzen. Und deswegen, liebe Annette, magst du uns mitnehmen in dein Leben ein Stück weit und uns mal erklären, wie kommt das, dass wir beide heute hier zusammensitzen und uns unterhalten? Wie ist das passiert? Das ist passiert, weil du am 6. Oktober letzten Jahres zu mir gesagt hast, yes, du kannst die Ausbildung machen. Das war unser Start, unser Telefonat. Du warst ganz weit weg, ich war in Hamburg. Genau, wir hatten auch Schwierigkeiten mit der Verbindung, aber irgendwie ist klar gewesen, wir beide kommen zusammen. Jedenfalls war das so mein Gefühl. Und meine Geschichte und Yin-Chin Jutsu ist eigentlich sehr kurz erzählt, weil sie ist mega rasant gewesen. Ich habe viele Jahre, eigentlich 45 Jahre, eine bestimmte Symptomatik und bin von unterschiedlichen Ärzten daraufhingehend untersucht worden. Und ich habe mir das mal aufgeschrieben. Ich habe 8 Diagnosen zu einem demselben Symptom. Und mir war immer klar, das hat sich natürlich in den Jahren auch verändert, mir war immer klar, dass das Symptom ja nicht die Ursache ist. Und ich weiß aus meiner Arbeit, ich arbeite ja in der Erwachsenenbildung im Reha-Bereich und ich weiß eben auch aus meinen ganzen Fortbildungen und all dem, was ich so in meinem Leben gemacht habe, dass es immer eine Ursache gibt. Mhm. Und an dieser Ursache war ich auch viele Jahre dran, das sind jetzt ungefähr knapp 20 Jahre. Und ich habe nie den Kern gefunden. Ich war auf der Suche, ganz entspannt, habe ganz viel ausprobiert, biodynamische Körperarbeit, Reiki, Shiatsu, Yoga, Familienaufstellung, also alles, was man sich so vorstellen kann, auch, aber auch auf, eben auf körperlicher Basis. Mhm. Und ich fühlte mich nicht sicher, weißt du? Ich hatte immer das Gefühl, jemand dringt in mich ein oder es hat immer so was Manipulatives. Und dann war ich wieder sehr schmerzgeplagt und dann fragte ich meinen Hausarzt, der auch naturkundlich unterwegs ist, haben Sie nicht noch eine Idee? Der sagte dann, ja, kennen Sie japanisches Heilströmen? Das kann ich gar nicht aussprechen, aber meine Schwester macht das. Und dann wollte er mir ein Buch empfehlen, habe ich gedacht, nee, auch ein Buch will ich nicht lesen. Ja, und dann bin ich ins Internet, habe gegoogelt und dann habe ich eine Praktikerin hier in Hamburg gefunden, wie der Zufall so will.
Die hatte gerade eine Terminabsage und dann hat sie mich geströmt, 2 Tage später. Das war Mitte September letzten Jahres. Und ich lag also auf der Liege, wurde geströmt. Sie heißt auch Bettina. Und schon da wusste ich, dass es ist. Das ist genau das, was sein soll. Dieses Gefühl, ein Angebot zu bekommen und die Gestaltungsmacht zu behalten, das ist ja, Jenschen hierzu ist ja für mich Selbstermächtigung und so wertschätzend und so intensiv. Für mich kam alles, was ich vorher erlebt hatte, zusammen. Es war wie, da kann ich gar kein Wort finden. Es war wie zurückkommen, als wäre eine uralte Erinnerung in mir aufgeblüht. Und ich wusste einfach, das ist das, was mir helfen wird. Das ist das, was ich immer gesucht habe, weil ich hatte zu meinem Arzt gesagt, es soll alles im Fluss sein. Wenn ich mich gut fühle, dann würde das sein, als wäre alles im Fluss. Und das passiert bei Jenschen jetzt. Ja, Schön. so war's. Und dann wurde ich ganz intensiv geströmt und nach meiner zweiten Behandlung habe ich zu meiner also meiner Praktikerin gesagt, ich möchte das lernen, wo kann ich das lernen? Und hat sie gesagt, nein, und da muss man erstmal einen Jahreskurs machen, da muss man erstmal Selbstlernprogramm machen. Und dann habe ich im Internet geguckt, weil ich wusste ja, wo meine Praktikerin gelernt hat, ja auch bei dir. Und dann stand da, buchen Sie ein Telefonat mit Bettina Roschewitz. Und dann habe ich das Telefonat mit dir gebucht. Und dann haben wir gesprochen. Ja, das war am 5.10. und am 5.11., also einen Monat später, begann meine Ausbildung. Jetzt weiß ich, Annette, es war auch Italien, wo ich jetzt gerade bin, von wo wir, Ja. wo wir telefoniert haben. Ich weiß noch ganz genau. Und du warst eben so eine, ja, du warst unser Gespräch, es war wie in einen Spiegel gucken für mich. Und alle diese Sachen, wie es normalerweise ist und wie wir so unsere Kurse aufbauen und was wir als optimal und sehr sinnvoll erachten und so weiter, konnte gar nicht bestehen bleiben, weil es war klar, du musst das jetzt tun. Das ist jetzt der Schritt. Und wer bin ich, dann zu sagen, ja, da musst du jetzt aber noch ein Jahr warten, weil unsere Voraussetzung ist so und so. Was ja klar war, ich habe dann ja so ganz schüchtern, ich weiß es noch genau, gesagt, naja, eine gewisse Voraussetzung ist schon, damit die Ausbildung gut ist für dich. Und dann kam ja auch gleich diese Antwort von dir, ist gar kein Problem, wenn ich das Jahresprogramm jetzt lernen kann. Was war, du warst krankgeschrieben oder was war denn? Genau, du warst krankgeschrieben und hast gesagt, Bettina, das ist gar kein Problem. Also ich habe ja jetzt ganz viel Zeit, du kannst dich drauf verlassen, ich bin gut vorbereitet. Und das warst du dann auch. Ja, Das das merke warst ich ja. du. Ich merke das ja auch in der Ausbildung. Wir haben ja auch verschiedene Fragestellungen und so. Und ich merke einfach, wie leicht es mir fällt. Erstmal habe ich natürlich viel Vorerfahrung, weil die Dinge kommen ja zusammen. Ich habe zum Beispiel auch sehr viel Traumaarbeit. Ich habe ja auch Menschen, die krank sind. Ich bin ja im Reha-Bereich mit Menschen zusammen seit 25 Jahren, die alle eine Erkrankung haben, psychische, körperliche, alles zusammen, ja. Und ich weiß ja, dass der Ursprung ein anderer ist. Und ich kenne ja alle möglichen Verfahren, Heilverfahren, Diagnosen und habe ja auch so viele Erfahrungen. Und bei mir war es einfach so, ich habe das Jahresprogramm, also die ersten Module, die habe ich, also ich habe eigentlich gar nichts anderes mehr gemacht. Ich habe geschlafen, ich habe gegessen und habe studiert. Und dann ging die Ausbildung los, da war ich schon 2 Drittel durch. Und dann habe ich es natürlich während der Ausbildung weitergemacht. Und Ja. ich war 3 Wochen krank. Nur dass mal die, die hier zuhören, wissen, Ja, was. das waren nicht 3 Jahre. Nee, 3 Wochen. Ja, Genau. Und ich man kann ja auch, wenn man das Bett hütet und krank ist, kann man sich ja trotzdem geistig betätigen. Das ist ja kein Widerspruch. Im Gegenteil, das hilft ja auch für die eigene Heilung. Also kurzum, für alle, die zuhören, das ist so mit den Regeln. Ne? Es gibt eine Kraft in uns, die manchmal ganz forsch ist und die sagt, jetzt gehst du für dich, das ist jetzt wirklich der nächste Step. Und das meinte ich mit in einen Spiegel gucken, als wir telefonierten, weil so war vor 35 Jahren eben auch mein Beginn, dass ich wusste, es ist mein Ding und ich habe dann in einem Monat drei
sehr extreme Jin-Shin-Jitsu-Fortbildung gemacht. Und in der dritten sagte dann meine damalige Lehrerin zu mir: Du, Bettina, willst du nicht mal pausieren? Und ich habe sie völlig entgeistert angeguckt und habe gesagt: Wovon denn pausieren? Vor mir oder vor dem, was ich gerade erinnere oder was ich. Ja, weil manche müssen sich davon ganz lange erholen und ich musste mich überhaupt nicht erholen. Auf jeden Fall nicht von dieser Sehnsucht, das alles irgendwie aufzunehmen und einzuatmen. Wie ist es für dich jetzt nach, ja, irgendwie einer kurzen Zeit, aber irgendwie ja trotzdem einer riesigen Dimension? Wie ist es für dich, dich strömen zu lassen? Wie geht's dir? Was macht dein Leben? Wie ist es? Ja, also ich ströme mich ja vom ersten Tag auf an. Ich habe ja gleich das Fingerhalten als Selbstlerneinheit damals von meiner Praktikerin, bei der ich auch immer noch bin, bekommen. Den Hauptzentralstrom ströme ich jeden Morgen. Ich stehe dafür extra 45 Minuten eher auf, gerne. Obwohl ich jetzt, also ich finde das nicht so toll, Viertel nach fünf aufzustehen. Ja, ich fange um 7:30 spätestens an zu arbeiten, meistens früher. Ich bin schmerzfrei. Seit langem, so lange am Stück, das ist wirklich außergewöhnlich. Ich hatte neulich mal so einen kleinen Schwächeanfall, da hatte ich wieder Sehstörungen und so. Aber das ging dann relativ schnell weg und ich werde ja regelmäßig geströmt. Wir strömen uns in der Ausbildung, ich ströme mich täglich. Also das ist natürlich ein großes Kombipaket. Ich war jetzt ja auch mit euch in der Intensivwoche in Neuschönau, das war ja Anfang März. Und ich kann sagen, also es ist nicht so, als wäre mein Leben auf den Kopf gestellt, aber ich bin einfach authentischer, klarer. Ich bin eh klar vom Typ her, finde ich. Und ich weiß auch eigentlich immer, was ich will. Aber es ist existenzieller und ich bin viel mehr in einer Balance und ich hadere nicht so. Auch wenn ich in Situationen bin, wo ich weiß, dass ich anecke oder das könnte Menschen nicht gefallen, weil ich eben so bin, wie ich bin, oder auch weil ich sehr stark auch mich einsetze für die Menschen, die ich betreue. Das ist natürlich, kommt auch in den Unternehmen, wo ich arbeite, auch nicht immer so gut an. Aber es gibt für mich keine Kompromisse mehr oder so gut wie keine mehr. Und ich lasse wirklich, und das ist mir nochmal ganz klar geworden durch das Jin-Shin-Jitsu, ich lasse wirklich die Gestaltungsmacht und die Verantwortung bei den anderen. Und das ist eben auch das Besondere an dieser Methode, dass wir den Menschen nicht manipulieren, wir ängstigen sie nicht durch eine Diagnose, die oft auch falsch ist, das erlebe ich immer wieder. Wir geben den Menschen die Gestaltungsmacht. Der Körper entscheidet. Wir bieten an und es ist total unterschiedlich. Wir können 10 Menschen den gleichen Strom strömen und sie reagieren alle anders. Und das ist das Tolle. Ja. Das ist so wunderschön. Ich kann dem nur beipflichten, weil das ist ganz oft, dass mich Menschen fragen, sag mal, Bettina, so nach 35 Jahren und so, ne, ist das nicht irgendwann mal langweilig oder bist du nicht irgendwann auch mal satt und wieso strömst du dich eigentlich noch? Ist denn nicht irgendwie jetzt mal gut oder bist du nicht irgendwo an deinem Ziel angekommen? Und dann merke ich immer, wie sehr das Jin-Shin-Jitsu mein So-Sein einfach ist. Als ich in meinen ersten Kursen saß und mitgeschrieben haben, Jin-Shin-Jitsu wird mal so sein wie Ein- und Ausatmen, dachte ich, wovon reden die? Also wie soll das gehen? Also da muss ich mich ja hinsetzen und mir Raum nehmen, sondern es ist ein Tag ohne mich zu strömen, hat nicht die gleiche Qualität wie ein Tag, wenn ich mich ströme. Und warum sollte ich mir das nicht geben? Warum sollte ich das nicht machen, wenn ich es in meiner Hand habe, dass es meinem Körper besser geht, meiner Seele besser geht, meinem Zellkern besser geht, meinen Gedanken, meiner Balance? Warum sollte ich damit wieder aufhören? Dafür gibt es für mich gar keinen Grund. Also es ist umgekehrt, nicht weil es mir nicht gut geht, ströme ich. So haben ja viele angefangen, ne? War ja auch bei dir. Du hattest ja Symptome, du hattest Schmerzen. Bei mir war es eher psychisch und auch körperlich. Und so beginnen wir. Und mit der Zeit merken wir eben, dass es ein Teil ist,
körperlich zu reagieren, und zwei Drittel sind auf einer ganz anderen Ebene, auf Bewusstwerdung und Verständnisebene. Und das hat eine magische Anziehung. Und deswegen steht man eben auch eine Dreiviertelstunde früher auf, obwohl es nicht gerade attraktiv ist, um 4:15 anzufangen, den Hauptzentralstrom zu machen. Ich bin mittlerweile um 4 Uhr gelandet. Ich ströme um 4, von 4 bis 5 jeden Tag eine Stunde, weil das die Zeit ist, wo ich am wenigsten Irritation erlebe. Und das kann mir nichts und niemand nehmen. Und das ist ein solcher Genuss, mit mir Zeit zu verbringen, wenn man mir das früher gesagt hätte, dass ich das mal so anziehend finde. Und das hört eben nicht auf, sondern im Gegenteil, es geht noch, es erweitert sich und es dehnt sich aus. Aber das kann ich mir auch vorstellen. Also das merke ich auch. Und ich bin, was mein eigenes Leben angeht, eher ungeduldig. Und das lerne ich auch hier, wirklich zu sagen, es bringt nichts, noch mehr zu lesen, Bücher zu lesen, meine Unterlagen nonstop zu studieren, sondern es geht einfach darum, das in der Tiefe zu erfassen. Und das lernen wir ja, wenn wir uns selber strömen, aber auch wenn wir andere strömen. Also ich ströme ja meine Freunde, wir haben ja in der Ausbildung auch Jahrespatienten, das mache ich ja auch schon. Da bekomme ich ja auch Rückmeldung und ich merke auch selber, wie ich mich an der Liege verändere. Das ist natürlich auch nochmal durch die intensive Arbeit in Neuschönau. Und also meine Dankbarkeit wirklich, die ist, ich berühre Menschen so absichtslos. Ich sitze da ja nicht und denke, ah, beruhig dich, beruhig dich, beruhig dich. Oder ich klopfe irgendwo drauf. Dann ist das so, als würdest du in die Person eindringen. Und wenn wir beim Jenschen zu die Menschen anfassen, dann ist es so frei und wir akzeptieren alles, was wir dort vorfinden. Es gibt keinerlei Abhängigkeit. Es ist so ein Miteinander. Und das ist das Tolle bei dir, auch in der Ausbildung. Das kann man sich ja auch gar nicht vorstellen. Wir haben eine Ausbilderin, die keinerlei Hierarchie kennt. Also es ist nicht so, wir himmeln jetzt alle Bettina an, sondern Bettina sagt uns ja immer, wir sind alle gleich. Ich habe ganz andere Erfahrungen in meinem Leben gemacht. Deswegen ströme ich auch anders. Du, wir alle. Und so finden wir ja auch die Menschen, die zu uns kommen. Und ich hasse es, wenn Leute zum Beispiel sagen, ja, sie können so toll reden oder sie können so toll dies oder sie können so toll das. Und im Jen Shin Jetsu ist es, das ist einfach diese Stille des Seins, ja. Und das ist für mich so ein Geschenk, Menschen etwas, sie zu stärken in ihrer Selbstheilungskraft, aber auch in ihrem, einfach nur in ihrem Sein. Es geht ja auch nicht immer um dieses Heilen, also ich habe jetzt Husten, ström das weg, darum geht es gar nicht. Ne? Sondern, ja, wie stärkst du dich oder wie findest du zu dir, damit du diese Symptome nicht mehr brauchst, ja? Weil die Symptome sind ja da, weil sie, das ist ja ein Hilferuf. Und wenn wir nicht um Hilfe rufen müssen, weil es uns so gut geht und wir mit uns so im Fluss sind, ja, dann machen wir uns natürlich überflüssig. Aber ja, deswegen, also ich kann nur sagen, das ist eine ganz spezielle Geschichte. Ja, Und es ich ist kann so. es ja. Ja, Ihr es. merkt ja auch, ihr, die ja da am Monitor sitzt, ich kann gar nicht aufhören zu reden. Das Ja, ist es das, ist was du gesagt so hast. Du unschwer, möchtest fließen. Das ist das, was du zu diesem Arzt gesagt hast. Du möchtest, dass genau. es fließt. Und so fließt es auf allen Ebenen Ja. und fließt genau zu den Menschen, die das eben auch nehmen können. Und so wird es eben ein tragender Verbund. Das ist für mich eben auch, als ich das erste Mal gehört hatte ich es ja schon vorher in meinen ganzen Ingenieurzu-Ausbildung, aber als ich zum ersten Mal an der Liege gemerkt habe, bei mir selbst hatte ich das ja schon lange gemerkt, ah, okay, wenn ich mich anfasse, dann reguliert sich mein System ganz friedlich, ganz undramatisch, ganz, ganz nährend. Und als ich gemerkt habe, dass wenn ich jemanden anders anfasse, bei mir auch eine Regulation passiert, wie beim anderen auch,
Da bin ich erst mal eine Woche lang, ich musste mich zurückziehen. Ich war so gerührt, ich war so positiv fassungslos, dass diese ganzen Spiele an aufhören. Ich bin der Therapeut und ich bin angeblich gesund und du kommst zu mir, weil es dir nicht gut geht und ich mache dich gesund. Das ist ein Kinderbuch, ja. Kleiner Bär macht mich gesund. Aber so passiert es ja in Tausenden von Praxen, dieses, was du meinst mit Hierarchie. Und als ich das zugelassen habe, dass ich immer die Menschen finden und begegnen an der Liege, die in dem Moment gemeinsam einen Schritt geben, der kann in der Form ganz anders aussehen, ja. Aber die Kunst, dahinter zu gucken und zurückzutreten und diese Demut auch zu entwickeln vor der Weisheit des anderen und vor meiner eigenen Weisheit, das hat mich zu einem einwöchigen, das habe ich noch nie irgendwo erzählt, zu einem einwöchigen Rückzug gebracht, wo ich mich aufgelöst habe. Weil es sind so Tausende von Kilo Tränen aus mir geflossen, weil ich es eben so anders auch schon erlebt habe. Nicht nur in der Schulmedizin, sondern auch in alternativen Heilmethoden, wo immer einer der Wissende ist und einer, der noch nicht so weit ist. Und das führt natürlich auch für beide zu keiner großen Entwicklung. Wie soll das gehen? Und das auch jetzt mit dir zum Beispiel ganz persönlich erleben zu dürfen, das ist für mich der Nährboden, auch für in meinem fortgeschrittenen Alter noch sehr viel zu arbeiten, weil das macht mich, da jubiliere ich innerlich. Das macht mich einfach so tief glücklich. Und das, ja, das. Wenn man das einmal, wenn man davon einmal geküsst ist, sozusagen, ja, dann kann man das nicht mehr vergessen. Und dann möchte man das natürlich auch teilen. Ja, aber das tust du, ja. Du teilst das ja in der Ausbildung und die Art, wie du das uns vermittelst, indem du ja auch dich selber so zeigst, hilft uns ja auch, das zu tun. Und wir haben ja auch Ansprechpartner, wir haben ja Tandempartnerinnen, mit denen wir ja uns immer austauschen. Also ich mache das mit meiner Tandempartnerin ja einmal die Woche. Und da reden wir wirklich über alles und auch über das, was passiert, wenn wir uns selber strömen, wenn wir an andere strömen, was mit unserer Umwelt passiert. Jegliche Fragestellung, da gibt es keine Scham, da gibt es kein oh Gott, ich weiß jetzt gerade nicht, Energieschloss 13, was passiert da? Da muss ich wieder so fragen. Nein, ich weiß es nicht, ich gucke nach. Wir können nicht alles wissen. Und das ist ja auch der tolle Ausspruch von Mary. Es ist, wie es ist, und wie es ist, ist es. Ja? Und der Spruch geht ja in unserer Gesellschaft, es ist, wie es ist, und so, wie es ist gut. Nein, nein. Nein, Das ist ja nein. schon wieder eine Bewertung. Na. Total. Und weißt du, was wir daraus gemacht haben in Nee. Neuschönau, mit unserer kleinen, wir waren ja da 7 aus der Ausbildung, wir haben immer gesagt, wir sind, wie wir sind und wie wir sind, sind wir. Auch richtig cool. Ja, genau so Genau. ist es. Ja. Und damit können wir uns zeigen Ja. und müssen, und wenn wir uns nicht zeigen, dann erzeugen wir eben Symptome. Und das runterzubrechen, nicht da Angst zu haben vor meinen Symptomen, sondern zu sagen, ah, da ist wieder eins. Okay, gucken wir hin, kein Problem. Ich habe meine Antworten in meinen Händen. Ich muss da jetzt nicht in eine Ohnmacht oder Opferhaltung. Ich muss es auch nicht verdrängen, sondern ich bin die Gestalterin. Wow, was ist das für eine Power? Ich kann das Symptom einladen, sich zu zeigen und ich höre dem zu und ich habe was. Ich finde das, also es hört überhaupt nicht auf. Es hört überhaupt nicht auf, dass ich noch so eine Geist. Schon hier, das britzelt hier hin und her. Das britzelt hin und her. Und zum Glück ist ja auch nach unserem Interview haben wir ja heute Abend zum Glück noch unser Ausbildungsaustausch. Insofern ist das nicht so schlimm. Aber dieses Hin- und Herbritzeln. Und natürlich lernen wir ja auch in der Ausbildung, auch wenn wir uns jetzt vor Ort treffen, sich ein bisschen zu schulen. Wie kann ich die unterschiedlichen Menschen mit Jin-Shin-Jitsu eben. Wie kann ich Ihnen Yin Shin Jitsu sozusagen als Geschenk anbieten und sagen, guck mal, da ist es, und Sie nicht zu überfordern, Sie nicht zu unterfordern? Ja, das ist natürlich,
Das üben wir ja auch, um dann ja eine wertschätzende Art, die manchmal sehr individuell sein muss, dass die Menschen sich nicht erschrecken, weil viele, gerade von schwerkranken Menschen, sind eben auf dieser Ebene leider sehr ungeschult, weil wenig Therapeuten damit den Menschen üben und in der Schulmedizin schon gar nicht. Da gibt es eine Diagnose, dann wird operiert und dann sind sie alleine. Und jetzt kommt so ein liebender Jens-Schnitzo-Mensch daher und sagt, du kannst mich dir völlig zumuten, ich trage dich da durch, es ist alles gut, ich bin da. Das ist für manche unfassbar. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass wir eben über den Austausch, über das Miteinander in Ausbildungsformaten oder nachher in Studiergruppen oder in Studiertagen oder nachher, ich ja auch auf einer weit erweiterten Ebene mit ganz viel mit Kollegen, die bei mir Supervision buchen, dass wir uns eben immer liebevoll zuwenden und diesen Raum nicht verlassen. Dass wir nicht diesen Raum schließen und sagen, ich bin die Erfahrene, ich weiß, wie man da vereinsamt innerlich. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön, ich weiß es aus eigener Erfahrung, sondern im Kollektiv gemeinsam eben diesen Heilungsaspekt in die Welt zu tragen und dabei immer bei sich wieder zu bleiben und immer wieder zu sagen, jeden Morgen ist Hauptzentralstromzeit und diese Unterschiedlichkeit der Menschen eben nicht zu beurteilen, sondern sich als persönlich als Bereicherung und Geschenk zu nehmen. Und da bist du natürlich mega vorbereitet. Also ich meine, so viele Menschen, die zu dir kommen und die du beratend irgendwie in deiner Funktion hast, das ist ja ein Übungsfeld. Also es ist ja so perfekt. Ja, und das Jenschen hierzu hat einfach die gleiche Philosophie, die ihr auch selber habt in meiner Beratung und Ausbildungspraxis. Ja, und das ist für mich so wichtig. Ich sage zu meinen Gruppen zum Beispiel, ich bin hier nur die Moderatorin. Ich bin nicht die, die ihnen sagt, was richtig oder falsch ist. Die Kompetenz ist immer in der Gruppe. Und wenn wir das leben, dann schaffen wir auch im Lernen einen komplett anderen Raum. Ne, genau, und das sind ja oft auch deine Worte, wo ich so denke, ey Leute, genau das sage ich ständig von meinen Gruppen. Wenn wir den Raum schaffen, dass wir wirklich Vertrauen haben, uns zumuten zu können, dann können wir auch lernen. Und diesen Raum schaffst du ja auch in der Ausbildung. Und deswegen war mir das eben auch so wichtig, bei dir die Ausbildung zu machen. Da hatte ich mich natürlich schon vorher informiert bei Menschen, die das auch getan haben, weil diese Haltung so wichtig ist. Und wir beide reden ja hier nicht einfach nur so dahin. Wir waren in Nordschönau, da habe ich Frauen kennengelernt, die haben das erste Mal schon Intensivwoche bei dir gemacht, vor 30 Jahren oder über 30 Jahren, als du das erste Mal angeboten hast. Und da waren Menschen, die wussten noch nicht mal, was ein Energieschloss ist. Die hatten sich mal drei Finger gehalten und kamen zu dieser Intensivwoche. Und wir waren alle gleich und wir waren auch alle anders. Also wir waren ja auch alle individuell. Und Total. wir haben uns, also es war wirklich so, ich habe das noch nie erlebt, diese Akzeptanz der Individualität, kann man eigentlich sagen, oder die Freude an der Individualität. Dass Menschen sagen, ihr bereichert mich alle, die ihr hier seid. Ja? Also das auch zu erleben und auch, das bereichert ja auch mein Horizont und das bereichert natürlich auch meinen Freundeskreis. Ja? Also da gibt's ja schon viel Austausch. Und nicht nur über die Ingenieure. Ich gebe auch immer Nein. gute Ja. Gartentipps. Ja, das ist einfach ganz, 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 ganz klasse. Und die Gewissheit, dass alles, was jetzt zukünftig passiert, so passiert, wie es passiert, und ich das nehmen kann. Diese Gewissheit hat mir die Ausbildung in den wenigen Monaten also nochmal unglaublich verstärkt. Also einfach so eine Gelassenheit des Lebens gegenüber. Das heißt ja nicht, dass ich jeden Tag gut drauf bin, ne? Nein. Aber ich gehe und einen Teil des Weges gehe ich mit dir und das finde ich richtig klasse.
Ja, man geht eben zusammen, ich kann das nur bestätigen. Und das sind eben diese Geschenke der Begegnung. Und dieses Geschenk, Freude zu haben an Veränderung und Entwicklung, die eben nicht nur gesagt ist, sondern die erlebt ist. Und das ist wirklich für mich mit diesen Intensivwochen, die ich ja seit wirklich, ich glaube, ich war, ja, seit 32 Jahren mache ich das, glaube ich. Und auch viele Jahre, dreimal im Jahr und immer mit, die sind immer voll, die Gruppen. Auch als es mein Zentrum noch gab, war das, also auch die Patienten, die einmal in der Woche gekommen sind, sind nach Neuschönau mitgekommen, weil sie das eben, wenn man es einmal erlebt hat, ist das einfach toll. Und wir Therapeuten machen ja auch Intensivwochen, also wir lassen uns ja auch intensiv behandeln. Das denken ja die Leute auch immer nicht. Also ich meine, dass es da so ist und dass da so ein Raum entsteht, ist ja auch, weil wir als Therapeuten das miteinander auch üben und ja, miteinander erleben. Ja, und so ist das ein Format, sich einzulassen. Und das ist so schön, dass du das so erlebt hast, weil es sind dann 20 Teilnehmerinnen, diesmal waren es ja nur Frauen, und vier Therapeuten und ein Therapeut. Und wir waren eben letztendlich 25 Teilnehmer. Also es hat sich ja überhaupt nicht, also wenn du die Abschlussrunde oder so, es ist wirklich eine gemeinsame Woche, die man sich schenkt in diesem kostbaren Leben. Ja, und dann gibt es diese Begegnungen und diese Wunder, die da passieren. Und das ist einfach, ja, Leben, Liebe und Yin-Shin Yetsu pur. Und es ist mir so eine Freude, dass du im Oktober letzten Jahres mich hier in Italien angerufen hast und unser gemeinsamer Weg begann. Und wir schauen mal, wo er uns hinträgt. Und ich bin sicher, es gibt ganz, ganz viele tolle Sachen, die wir da noch gemeinsam erfahren können. Und darauf freue ich mich sehr. Liebe Annette, hast du noch einen schönen Satz zum Abschluss? Ja, traut euch, kann ich nur sagen. Traut euch. Und wenn ihr für was brennt, dann versucht es zu bekommen. Ja, ich wusste, ich gehe nicht den Weg, den man gehen sollte. Aber ich habe gesagt, du, ich rufe Bettina an und er wird sich das schon ergeben. Und so ist es. Also traut euch wirklich, wenn ihr für was brennt, egal, auch wenn es nicht in Shin-Jitsu ist. Geht für euch. Kann euch nichts passieren. Ja, das ist einfach toll. Das kann ich nur bestätigen. Und in dem Sinne, vielen, vielen Dank, Annette. Es war ein wunderschönes, sehr berührendes Gespräch. Danke Und dir. an euch allen anderen einen schönen Abend oder Vormittag oder wo immer ihr uns hört. Und vergesst euch nicht, liebevoll anzupassen und zu strömen. Bis bald. Danke. Tschüss. 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 Eine Bitte in eigener Sache. Wenn du diese Ausgabe bei Spotify hörst, bitte ich dich von ganzem Herzen, dir 5 Sekunden Zeit zu nehmen für die in den Shownotes sichtbare kleine Umfrage, die uns hilft, dass der Podcast weiter bestehen bleiben kann. Ich danke dir für diese Zeit, die du dir nimmst. Dankeschön. Tschüss. Schau dich gerne auf unserer Homepage um. www.jsj-zentrum.online. Dort findest du viele spannende Dinge über uns, Informationen über das Jin-Shin-Jitsu und über unsere Formate. Ich freue mich, wenn du dort Inspiration findest.